Habe ich wieder was? Nämlich nach langem Hin und Her ist der Epic Games Store in der EU endlich wieder am iPhone verfügbar. Nein, nicht nur, er ist nicht nur endlich wieder, sondern der Epic Games Store ist als eigener Store jetzt unter iOS verfügbar. So mal so. Ja, Nachdem aber nur in der EU. nur in der EU, nachdem sie zwischen Apple und Epic ja alle möglichen Scherereien zwecks Fortnite gegeben hat, also Fortnite hat es nicht unter iOS gegeben, weil Apple Probleme damit gehabt hat, dass Epic Fortnite da vertreibt und Epic damit Probleme gehabt hat, die ganzen Gebühren an Apple abzurucken für Ingame-Purchases und so weiter und so fort. Gibt's und aufgrund der europäischen Gesetzgebung, die Apple ja einschränkt als alleinigen App Store Betreiber für iOS, hat sich Epic jetzt gedacht, sie machen jetzt einen eigenen Store und der ist jetzt in Europa verfügbar. Wie gesagt, ich habe jetzt momentan nur einen alternativen Store drauf und der heißt Alt Store. Den habe ich eigentlich nur für einen Emulator installiert und das war's. Also Epic Game Store. Ich werde es ignorieren, weil da ist eh nichts dabei für mich. Und Spiele am iPhone ist sowieso nichts, was ich haben will. Aber auf alle Fälle interessant. Was mich zum nächsten Thema bringt, Developer Beta 18.1, glaube ich, ist auch Apple Intelligence jetzt auch in der EU verfügbar. Durch was ist Apple Intelligence verfügbar? In der aktuellen Developer Preview von Ah, in iOS der, ja, 18. das ist, ja, das ist wurscht, da kriegst du es generell. Nein, nein, war bis jetzt nicht, aber jetzt ist es mit dem letzten Update ist es jetzt in der EU auch verfügbar. Also das heißt, mit iOS 18.1 wird es dann für uns beide auch zum Beispiel verfügbar sein. Na, ist es nicht. Weil? Unser iPhone das eigentlich nicht unterstützt. Ja, nicht die ganzen, aber wir kriegen eine schlauere Siri, die kriegen wir immer noch. Ich bin gespannt, weil ich finde das nach wie vor von Apple eigentlich ziemlich Frech. komisch, warum ein 2 Jahre altes iPhone das nimmer kriegt. Ja, irgendwo muss man da den Unique Ja, Selling Point nein, erwischen. ich finde das relativ, also das Argument geht mir nicht ganz in den Schädel rein. Ja. Es ist, also soweit ich informiert bin, gibt's doch ein paar Apple Intelligence, das ist noch einmal das Sinnloste. Apple Intelli. Ich muss übrigens eine Kabeltastatur verwenden im Moment. Warum? Weil in meiner K750 die Batterie leer ist. Das sei mal wieder bei Logitech. Und die haben mir erst eine bestellen müssen. Das ist gar nicht mal so einfach, eine ML2032 Batterie zu finden, weil es ist etwas anders wie eine CR2032. Natürlich, hallo, Logitech. Ich meine, ich habe da noch eh Logitech als Thema. Da sei mal wieder beim Thema Nachhaltigkeit und Logitech. So, warte mal, Apple Intelligence. Was war da jetzt? Features, da gibt's. Will your phone support Apple Intelligence? Bla 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 bla. iPhone 12 Pro. Oh no, okay. Du Haben Sie da was? hast das 15er, gell? Nein, ich habe es 14 Pro. Schnitt ist 15? Nein, ich habe es 14. Oh, okay, hast schon Nein, nein, was. das ist ja der Witz eigentlich. Wir reden da von einem 2 Jahre alten Telefon. Oder dann 3 Jahre. Ja, aber gibt es denn nicht irgendwas, Nein, du kriegst gar dass die nichts. Siri schlauer wird, wenigstens? Nein, du kriegst gerade wirklich nichts. Ah, okay. Deshalb ist mir das relativ wurscht. Ich meine, ich werde mir wegen dem sicher kein neues Telefon Na, kaufen. na, also. Vor allem Na, allein schon, wo ich mir denke, nicht aus in diesem Prinzip Jahr. jetzt, allein aus Prinzip jetzt schon nicht. Weil vor allem, die sollen zuerst einmal zeigen, dass das wirklich gut Was ist, kommt was die jetzt da außer haben. 16, gell?
Jetzt kommt bis 16er, ja. Ich glaube, es ist okay, wenn ich noch 5 Jahre ein neues Gerät kaufe, also nächstes Jahr mit dem 17er, aber. Ich würde mir das auch mal anschauen. Ja, aber in, Weil nach 5 Jahren, glaube ich, kann man sich einmal ein neues Smartphone du, besorgen. was ich jetzt mit in Anbetracht dessen, dass es einen Reparaturbonus gibt, ist sogar der Akkutausch halbwegs interessant noch. Ja, das ist meine Überlegung gewesen, aber da haben wir ja schon einmal drüber geredet, dass das gar nicht so einfach ist, da für mich, weil Für die, ja, man, du müsstest ich irgendwie. muss nach Klagenfurt fahren, um mein Handy abzugeben Na, und nach Klagenfurt du fahren, um mein Handy müsstest, zu holen. das sagen wir so, der Idealfall wäre, du wärst einmal in Wien, würdest da einen Termin ausmachen, sagst, dann kannst du das Express machen, dann kriegst du am gleichen Tag retour. Wäre der Idealfall, aber ich will nicht nach Wien. Na, wenn du einmal zufällig draußen wärst. Ich bin nicht einmal zufällig in Wien. Und es gibt ja in Lienz mittlerweile auch so einen Repair Store, Aber nicht oder? mit offiziellen Apple-Ersatzteilen. Und wenn wir dir einen Akku drinnen haben, einen offiziellen, weil ich habe keine Lust, jetzt mal nach einem Neustart die Meldung zu bekommen, dass ich keinen zertifizierten Akku drinnen habe. Das habe ich schon bei der, Kannst du das habe ich schon bei einem Gerät, das ich über Blackmarket gekauft habe. aber nicht sagen, er soll da einen Original-Akku bestellen? Kann ich sagen, aber ich vertraue diesen kleinen Handyshops nicht. Naja, wenn du denn sagst, okay, ich hätte es gern schriftlich, bitte, Ausdrucksbestätigung, alles. Kann man sich ja auch mal drüber reden. Andererseits, nur ein Apple-zertifizierter Store garantiert mir, dass danach wasserdicht ist und Originalersatzteile verbaut sind. Ja, ich meine, wasserdicht ist, ich meine, das ist, glaube ich, generell schwer, wenn du es einmal aufgemacht hast. Zertifizierte Apple Repair Stores garantieren dir das und das will ich weiterhin haben. Ach so, ja. Das war für mich ein Grund, das Handy zu kaufen, dass ich es auch unter fließendem Wasser waschen kann. Du machst es Ich mache wirklich? das wirklich, ja. Echt? Ja. Okay, ich meine, ich nehme einfach so eine, das, was du beim Arzt zum Ding kriegst, wo sie da, wenn du bevor Spritze kriegst, oder sowas, was sie zum Desinfizieren nehmen, ich nehme einfach so ein Alkopad. Ich hau da, ich tue mir ein bisschen Seife auf die Hand und wasche es unter Wasser, trockne es ab und nehme es wieder. Okay, das habe ich noch nicht gemacht. Es ist wurscht, es. Na, das mache ich nicht. Also, man darf nicht zu viel Seife verwenden, aber ja. Na, das ich Moin. verwende auch so ein Alkopad und Wieso? Na. na, das fange ich mir nicht an. Ich hebe das nicht unter Wasser. Es ist wasserdicht. Ja, genau, wasserdicht. Es ist wasserdicht. Oh ja, genau, das kennen Es wir ist alles. bis 10 Minuten in 2 Meter Tiefe wasserdicht. Ja. Ja. Also von dem her, na, und das ist etwas, was ich schätze. Ich will es abwaschen können, wenn ich es will. Und so ein Handy soll man genauso, eigentlich sollte man das genauso oft waschen wie seine Hände, weil genau mit seinen popeligen, fettigen und mit, keine Ahnung, allen möglichen G, wie heißen die Bakterien? Genom wollte ich gerade sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Germs, aber Die Germs, was ist das deutsche Wort für Germ? Erreger, Ja, genau, Bakterien, Bakterien. Viren, Keime. Genau, die sind da die ganze Zeit drauf, auf dem Phone. Da. Deswegen sollte man das waschen. Putzen. Deshalb nehme ich das Alkopad. Ja. Da muss ich mir immer seine Alkopads kaufen. Na, Die kannst du bei Amazon, die kriegst du schon dran 300er Bock. ja, aber wieso? Ich habe fließend Wasser aus der Leitung. Ja, aber du, wie schon gesagt, nimm dir echt was gescheit. Das Na, tötet alles. sehe ich nicht ein. Gut. Ja, so viel dazu. Nein, ich heb's unter das Wasser. Ja, ich halte es unter das Wasser. Nein, ich halte es nicht unter das Wasser. Ja, ich halte es kurz unter das Wasser. Ja, stimmt.